So. Jede Menge neue Blöcke, ne? Ja, der Frankie hat hier jede Menge Mods installiert. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Holzaxt benutze? Musst du eingeben Pockling Editvent, also. Ja, ich meine, kann ich normal mit einer Axt hier Holzaxt hacken? Ja, du musst aber bloß Slash Toggle Editvent eingeben, dass Aha. die Holzaxt als Als Axt erkannt wird. Editiertool ja, abgeschaltet wird. Erstmal brauchen wir ein bisschen Holz, damit wir uns Werkzeuge machen können. Wir haben ja keine Bonusruhe hier. Ups. Das gibt dann ein Let's Play Together, wie es so schön heißt. Oh, bisschen Holz haben wir ja schon. Ist mal ganz angenehm, wenn man hier alles im Überfluss hat. Wie gesagt, auf meiner Insel, da gibt es keine Tiere, da gibt es nichts. Was ich halt noch nicht verstehe, ist, dass Monster spawnen, aber keine Tiere. Die müssen ja auch irgendwann spawnen. Ich meine, im Wasser spawnen auch die ganze Zeit diese blöden Tintenfische. Da müssen ja auch irgendwann mal bei mir ein paar Tiere spawnen. Und da hatte ich die ganze Zeit kein Bett, da habe ich dann immer Spinnen gejagt. Und jetzt heute nach über 30 Folgen habe ich es endlich geschafft, mir genug Fäden von den Spinnen zu haben, dass ich mir ein Bett bauen konnte. Was ist eigentlich mit den Creepern? Machen die hier Umgebungsschaden oder hast du das wieder ausgeschaltet? Creeper machen keinen Blockschaden, nur am Spieler. Also Gut. an NPCs, Spieler und an Tiere. Und Und an Monster. der Enderman ist der da? Enderman ist ausgeschaltet. Ah. Aber wenn du willst, ich könnte. Ach, Rose. Ich kann auch auf ihn verzichten. Es Moin? reicht. Es reicht, wenn ich im Singleplayer den Torben um mich rum habe. Ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, dass der Torben, das ist irgendeiner, der hockt jetzt im Hintergrund und sabotiert mein Spiel und lacht sich aus, lacht mich aus. Ja, hast du denn schon gesehen hier? Warte mal, ich Crossing? bin gerade mitten im Baum hier. Wo bist denn du? Da ist er. Jetzt schon hier mein Freund? Oh, hallo, Große. Okay, ich scheiß auf den Enderman. Der braucht Enderman, wenn man Frankenstein hat. Uah. Geh weg, du garstiger Gargamel. Er mag dich. Ich sehe es ja. Ja, ich bin Kreativmodus. Haut der mich? habe ich noch nicht ausgetestet bis Wenn, der haut er mich mit einem Schlag um. keine Ahnung. Oh, ja, er haut. Und Okay. wir haut. Na gut, dann machen wir wieder weg. Oh, und jetzt bin ich hier beim Startpunkt. Hahaha. Ja, du kannst dich zu mir beamen. Ich bin genau neben dran. Au. Mit EKVH-Logo. Gucke da. Unser Startpunkt. Okay. So, meine Sachen habe ich wieder. Der böse, böse Zombie. Bringt er mich einfach um. Darf der das? Nein. Juhu. Rüschgerstein. So, Holz haben wir. Suchen wir uns jetzt mal unseren Platz. Wo war das Lavabecken? Da vorne? Ah, da vorne war ich auch tot. Okay. Hier bin ich gestorben. Ah, nett. Funktioniert eigentlich das Set Home? Das geht. Slash set home. Hm. Dann hast du das. Ach, das ist von Railcraft. Der brüchige Stein. Ja, was war das? Hier war ein Zombie. Ich habe einen Zombie gehört. Unter dir, ja. Warum? Was machen die unter mir? Ja, leider muss ich. Texture-Pack ein bisschen angepasst werden. Mit Zeit werden wir mehrere Updates kommen, hoffe ich mal. Guck ich mal wieder zurück.
wenn ich finde, ne, hier hinten. So, ein bisschen Weißen haben wir jetzt. Jetzt können wir hier schön unsere Farm anlegen. Und bevor es dunkel wird, irgendwo mal ein Loch graben. Ja, dann machen wir erstmal ein paar Bretter. Und daraus eine Werkbank. Zack. Dann stellen wir es mal hin. Und, ach, hier hängt direkt der Schnee an. Hier oben ist ein Schneeball. Haha. Da ist ein Huhn. Da gibt es Hühner. Hammer, hier gibt es ja was zu essen. Muss ich mir gar keine Gedanken machen. Coole Sache. Ein paar Stöcke machen. Und dann machen wir jetzt mal eine Schaufel aus Holz. Und eine Spitzhacke aus Holz. Ja. So. Genau. Ah, noch was. Nee, das war falsch so. Eine Holzhake. Damit wir gleich anbauen können. Und bevor es dunkel wird, grabe ich mir erstmal einen Weg nach drin. Und dann lauf schnell zu mir. Gibt's auch Essen. Nein, du kennst mich doch. Ich muss mir das auch immer alles selbst erarbeiten. Wer ist angepflanzt hier? Ha! Ach, hier gibt's wieder lauter jede Menge komische Metalle, die ich gar nicht kenne. Die habe ich bei mir im Singleplayer-Modus irgendwie nicht. Holzschaufel ist schon kaputt. Weizen anpflanzen. Ab. Das Ding nehmen wir mit rein. So. Warum laufen mir eigentlich die Hühner hinterher? Ach, weil ich das Gras in der Hand habe. Ach, super. Hau ab, du Huhn. Weg. So, ich mach Hühnerschenkel aus dir. Das kann ich nicht abbauen, weil ich noch keine andere Hacke habe. User joined your channel. Ah, da ist ein Besucher. Hallo Micha. Wundert dich nicht, ich drehe gerade ein Video. Sag mal hallo für die Kamera. Jetzt sagt er nichts mehr. Du bist ja aber ganz schön leise heute. Ja, das kommt davon, wenn man das Mikrofon nicht runterklappt. Aha. Ich habe gerade gesagt, die Server sind ja leider noch down. Ja. Kannst du uns auf den Minecraft-Server kommen? Kannst hier mitspielen? Ich bin so auf den Zettel, ey, sonst kennt das von anderen. Darum, ich habe schon meine ganzen Facebook-Dinge ad acta angelegt. Juhu, ich habe Kohle, ich kann Fackeln bauen. Haha.
Übrigens. Schön. Wenn ich das richtig weiß. Nicht. Mit Slash Kit. Also. Kit. Starter. Mit dem Slash davor. Bekommst du ein Starter Kit. Ah. Na, mittlerweile habe ich ja eigentlich alles, was ich brauche. Jetzt habe ich noch zwei Türen. Dann kann ich hier vorne zumachen. Juhu. Meine provisorische Tunnelbehausung ist vollendet. Haha. Kohle habe ich auch schon jetzt hier. Dann mache ich mir gleich schon meine Steinwerkzeuge. Und, Frankie, was macht der Grossi dann als nächstes? Tiefbau. Jawohl.